Was fehlt mir? Kann ich hier drin irgendwas machen? Muss ich tatsächlich erst die ganzen Zisten zerstören oder was? Ich werde Puzzle auf die Arbeit. Wir haben ja auch ein bisschen Tumucho. Echt jetzt? Kann natürlich sein, dadurch, dass wir jetzt hier halt irgendwelche toxischen Elemente drin haben, dass er deshalb sagt, okay, er geht halt auf so eine Art Sperrmodus und öffnet die Tür halt nicht. Ne, weil er jetzt hier irgendwas drin erkennt. Quarantäneprotokoll oder irgendwas in der Richtung. Erst wenn alle Zisten quasi weg sind, macht er vielleicht das Brett auf. Ich weiß nicht. Diese Knurre da unten ist auch wirklich nicht schön. Nicht schön. Da drüben ist noch einer. Ist ja Wahnsinn. Mann, ey, warum sind wir so viel? Seit 100% ist das eine totale Munitionsverschwendung, was ich hier gerade mache. Stimmt überhaupt nicht relevant für irgendwas. Zack, schnack. Ja, für den Comic. Das hatten wir ja schon mal. So, falls ihr schon das Rätsels Lösung vor mir jetzt gesehen habt, was sehr wahrscheinlich ist, dann, hey, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Der Technikraum. Oh, immer noch zu. Immer noch zu. Ja, es gibt doch kein Bedienfeld und nichts. So, da bin ich ahnungslos. Können wir denn hier irgendetwas aktivieren? Nee. Die Brücke sieht auch etwas kaputt aus. Was ist das? Ein Knopf? Kann ich den drücken? Nein, auch nicht. Technik. Das ist einfach nur ein verdammter Wegweiser. Das kann doch nicht wahr sein. Sehr technisch aussehender Kanister für Tiefengrund. Sauerstoffverarbeitung. Schau mal an. Jetzt offen. Hä? Hol den Code vom Wärter. Ich muss irgendwie dorthin. Ich brauche den Code. Okay. So, dann werden wir uns mal wieder ein bisschen aufmunitionieren, weil das war jetzt sehr munitionsfressend, die Nummer. Hier haben wir noch einen Drucker. Bestens. So, finden wir den mal. Autorisierung erforderlich. Autorisierung erforderlich. Na gut. Dann mal ran an den Drucker. UJC-Doc zu Ihren Diensten. 500. Verkaufen. Energiewander verkaufen. So, können wir uns irgendwas anderes Tolles kaufen?
Der Blockbrecher. Den wir gut finden. Lass uns den mal gucken. Niemand kann mehr blocken. Das wäre ein Arm gebrochen. Qualitätsprüfung bestätigt. Sehr schön. Wunderbar. Na, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Konnten wir uns ein kleines Update kaufen? So, ist das da drüben offen? Okay, wir haben zwei Wege. Gucken wir mal da links raus. Botanik einsammeln. Krass. Sieht schon cool aus. Botanik-Werkstoffhof. So, tut mir leid, dass ich immer so ein bisschen rumschlenkere irgendwie mit der Figur, aber ich versuche halt immer so viel wie möglich nach links und rechts gleichzeitig zu schauen, ohne jetzt irgendwie den Weg immer fünfmal abgehen zu müssen. Hat sich manchmal darin halt äußert, dass man dann so rumeiert. Schön. Schön. Makelloser, wunderbar. Schön. Ja, ich wollte erst... Nein. Ah, ihr Larve. Der ist der sogenannte Neckhacker. Skunk-Flinten-Bauplan. Bauplane können in der Reforge hochgeladen werden. Eine Flinte. Ja, da sag ich doch Hallo, Freunde. So, die machen jetzt mal alle kaputt. Aus Inspekt. So, Moment, wir haben aber tatsächlich kein Lock gefunden. Okay, das war dann wahrscheinlich nur der Bauplan, den wir gefunden haben. Und ich sage, schön, schöne Sache. Und das war's auch. Na, das hat sich doch gelohnt hier, die Ecke. Okay, das war klar. Liegen bleiben. Liegen bleiben. So, mal schauen, ob noch ein paar kommt. Bestimmt. Die lassen mich doch jetzt nicht einfach mit dem Bauplan so einfach finden. Und da ist er gebrochen worden, der Arm. Das ist finster. Das ist einfach finster. Moves sind ja wirklich. Die sind schon wirklich hart. Ah, schön. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Oh, boop. Ah, da ist er. Wunderbar. Die Skunkworks Schrotflinte. Die Skunkflinte. Ein Prototyp einer einhändigen Flinte, die derzeit von Black Iron getestet wird. Entwickelt von den Skunkworks Division von EO Armaments. Kostet mich 800. Ich hab gar nichts. Okay. Schade. Naja, das wird nichts zu sparen. Ich freue mich. Okay, ziemlich neblig hier. Die Tür ist zu. Okay, mit dem Kamm. Wo ist er? Da ist er. Das ist, so Nebelrand ist wirklich mies, ey. Das schießt ja gar nichts. Das schießt ja einfach gar nichts. So, wie viel Schuss halt denn, bevor ich hier so lustig mit meinen Explosionsschüssen um mich ase?
Schön, 12 Stück in Summe. Na, das ist nicht viel. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen mehr den Nahkampf forcieren. So, können wir hier irgendwas machen? Blutorchidee holen? Ja, hier lässt sich das wahrscheinlich auch gut gegen schmeißen. Gegen diese. Was, wozu soll das überhaupt gut sein? Wozu ist das da? Außer, dass das einfach nur scheiß gefährlich ist. Sag dir, setz sofort erstmal einen Schuss frei. Das ist doch bescheuert. Naja, ein Schuss mehr. Schön. Inventar voll. Naja. Okay, weiter geht's. Dunklen Kämpfen ist auch irgendwie echt scheiße. Aber machbar. Aber einfach machbar. So, letzten 10 Schuss im Lauf. Oh, ist das krass, ey. Oh Gott. Voll der Nebel hier. So, kann man das mitnehmen wieder? Nee, kann ich nicht. So, Benny würde sagen, safe is at bait hier. Worauf ich sagen würde, hä? Definitiv. Definitiv kommt hier was. Das ist aber auch... Das haben sie geil gemacht. Das ist richtig cool. Ja, dem Licht sieht man natürlich noch weniger. Okay, da drüben ist die Sicherung. Vor mir ist... Kann ich hier langlaufen? Ja, nee, kann ich nicht. Das ist eine Scheibe vor mir. So, es werde Licht mit Scheiben... Boah, nö. Boah, nö. Mögen die Licht? Die mögen kein Licht. Okay, die verpissen sich jetzt, ne? Oh, das wäre schön, wenn sie jetzt einfach nur verpissen würden. Mann, da geht doch nicht so rum. Schnalles. Cash, 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 Cash. Ein bisschen Munition, das ist natürlich geil. Sind jetzt alle weg? Cool gemacht. Wirklich sehr, sehr cool gemacht. Wo? Wo? Hinter mir? Vor mir? Surround sagt hinter mir. Hä? Was hat's denn jetzt gebracht? Was hat's denn? Was ist denn? Komm doch von da. Hä? Ich komm doch von hier. Warum muss ich denn? Warum? Wieso? Ach da. Ah, guck mal. Hier. Jetzt kann ich hochklettern. Warum auch immer jetzt? Oh. 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 Nee. Oh. Pfui, ey. Ah, schön. Und wir sind bei dem Kopf, oder? Sehr schön. Na dann. Dann legt man den Undercut hier noch ein bisschen mehr Undercut. Ich hab den Absperrcode. Sergeant Piccolo. UJ
UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Ein United Tag? Das klingt so scheiße. So, verkaufen, verkaufen. Können wir schon? Aber nö. Das reicht noch lange nicht. Elias, hörst du? Ich heb die Absperrung auf. Gute Arbeit. Ich fahre jetzt in die Station ein. Ich kann sie nur leider nicht erreichen. Der Steg ist eingestürzt. Der Wartungsraum auf der anderen Seite hat Zugang zu unserer Ebene. Vielleicht kommst du von dort auf den Steg. Gut. Unsere Ebene? Boden? Da, wo das alles so geknotet hat? Muss jetzt raus? Nee, hä? Wo ist jetzt diese Luke? Schon. Oh, Alter! Krass! Was? Hausschwach! Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Renn da weg, ich hab hier 10 Freunde, die alle schneller rennen können als du. Das ist ein Wichser. Oh, krass. Die verpissen sich wie an die Bäume. Das ist ja heftig. Das ist ja einfach nur einfach echt eklig und heftig. So, wo ist jetzt besagte Bodenluke? So, das ist so ein bisschen Murks irgendwie. Ah, okay, da hinten rennt er. So, und schon ist hier wieder Ruhe im Karton. Die Frage ist nur, wo ist besagte Bodenluke? Technikraum, haben sie gesagt. Der immer so schön zu ist. Aber da komme ich doch her. Da komme ich doch her. Nee, hier komme ich nicht her. Hier komme ich nicht her. Steht mal fest. Ich stehe auf die Werkbank. Durch. Schraubenschlüssel frei. Schnips. Okay, cool, cool, cool. Mal ganz kurz nochmal gucken, wie weit dieser Raum hier oben geht. Ah, Bodenluke. Hier müssen wir gleich runter, dann gehe ich definitiv hier vorne rein. Ist ein produktiver Bürger. Klar, natürlich.
Eigentlich. Jemini, was eine Sauerei. Ah, okay, nochmal 8 Schuss. 100 Credits. Eigentlich ganz gut. Die Frage ist nur. Nein, nein, mittel. Drück doch die richtige Taste, Steve. Mach's doch richtig. Evakuierung von Officer Kalsera. Tja, scheinbar sind ja diese Logs so eine Art Collectibles und wir haben jetzt, wie es aussieht, diesen kleinen Umweg, diesen Exkurs gemacht für dieses Log. Was anderes sehe ich hier gerade nicht mehr. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, aber nope. Im Wetter hört keiner deinen Magenknurren. Schön. Nicht gut. Na denn. Lass uns doch mal runtergehen. Muss man sagen, ich habe ein ganz mieses Gefühl irgendwie. Wenn wir jetzt über den Boden laufen. Oder verläuft sogar der Wartungstunnel komplett unter dem Boden. Ja, nee. Nicht gut. Einfach nicht gut. Oh. Suche nach dem gefallenen Brückenübergang. Wie? Von dem soll ich denn. Wie stellst du dir das vor? Suche danach. Der mit Stase-Handschuh wieder festkleben da oben oder was? Oh, die Dicken. Du kannst die Dicken tatsächlich nicht greifen. Das ist ja krass. Okay, das sind viele jetzt. Was ist hier Distanz? Distanz. Sache Distanz. Hau ab. Nein! Flieh, Junge! Flieh! So. Wir bestimmen, wo ihr kämpft wird. Keine Mumie mehr. Shit. Komm, Alter. Geht drauf, Junge. Nein.
Schade. Ah, niedergestreckt worden. Okay, also wir können die dicken Mutanten können wir nicht hochheben und wegschleudern. Die fliegen nur sehr kurz irgendwie. Weil ich wollte den tatsächlich, ja, wie ihr wahrscheinlich schon ahnt, in diese rotierenden Blätter schmeißen. So, erstmal Health Pack. Dann würde ich jetzt tatsächlich eher ein bisschen da vorne um die Ecke kämpfen. Wo die Stars ein bisschen besser benutzen kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Schon check hier mittendrin wieder, das ist kacke. Blöde Situation wieder. Okay, ihn haben wir gekriegt. Arbeitsunfall. Schön. Verpiss dich. Hau ab, Alter. Hau ab! Okay, zurückfallen lassen, heilen. Oh shit, er ist schnell. Oh! Ja. Kann man sich geben. Mist. Na los, komm, ich bin noch besser als das. So, da ist der Spucker. Der Penner. Jetzt reicht's, Alter. So, ihn würde ich ganz gerne ein bisschen weiter rauslocken. Weil ich ihn wahrscheinlich auch nicht mit Stase packen kann. So, lässt den Schuss raus. Oh, nee, noch nicht. Ja, versucht die Chance zu steppen. Habe ich euch, Penner. Okay. Ja, mit ein bisschen mehr Kontrolle funktioniert's.
Aber manchmal hast du halt einfach die Kontrolle nicht. Und du bist auf engstem Raum. Selbst der engste Raum ist jetzt auch nicht unbedingt so bitte. Aber irgendwann wirst du halt einfach irgendwie panisch. So, lass mich mal raten. Nope. Jacob, hey, hier drüben. Wo denn? Wie denn? Wo ist hier drüben? Okay. Dann einmal da durch. Sah tatsächlich eher so aus, als wenn wir jetzt da hoch können. Oh shit. Ach je. Ach nee. Jacob, hey, hier drüben. Ja, lass mich raten jetzt. Komm rauf, ist nicht so übel. Klar. Da soll ich hochklettern? Tja, willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument. Na dann, ganz ehrlich, los. Sieht scheiße aus. Ich sehe scheiße aus. Machst du nicht so langsam und bedächtig? Ich riech auch so. Hat jemand nicht erwähnt, dass ich drin baden muss? Ich hab gesagt, dass es nicht leicht wird. Aber du hast es ja geschafft. Naja, wir beide. Noch nicht. Aber es wird. Irgendwie wird er wahrscheinlich gleich Komm, von hinten. Reich mir die Hand! Oh nein. Oh nein. Mann, mach doch, kick doch nicht noch nach unten, Junge. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Wo hat er denn diesen geilen Anzug her? Die mit der Gruppe? Warum sieht der Typ aus wie Iron Man und ich sehe aus wie, keine Ahnung, Knacki aus Zelle 28? Scheiße, Mann! Die Biester verändern sich! Mutieren! Ah. Ja, ich denke, wir sollten von ihr was finden. Sag an. Hey, warum der Anzug? Die Stationen haben bei der Räumung Schaden. Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen. Da, zieh einen Anzug an. Der Sturm kommt immer näher. Wenn du soweit bist, starte ich die Schleuse. Sehr schön, ihr kriegt auch einen coolen Anzug. Gefragt. Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, dem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Hm, ja, schon. Nun, das tust du. Und jetzt? Pass auf. Das ist lange her, okay. War Selbstverteidigung. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich habe damals viele Fehler gemacht. Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech. Nein. Ich habe anderen die Schuld gegeben, bis ich merkte, dass sie bei mir lag. Keiner entkommt seiner Schuld. Hätte ich nicht was zu sagen können. Der Penner lebt! Einfach 100% lippensynchron, muss man einfach sagen, da ist einfach der Hammer. Haben sie einfach geil gemacht. Verloren. Ich glaube, den Schraubenschlüssel, den kann er sich irgendwann mal einrahmen, wenn er das ganze Ding überleben sollte. Elias! Elias! Rufen bringt doch keine Punkte an. Gibt's da keinen Funk?